Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy X Remastered. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Whoa, es ist you giving this Bruderherz. To me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Yep. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago. When the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. Oh mein Gott. You really don't need all that luggage. Hey, wo ist denn eigentlich der Boot? Really, ich hab deinen Namen vergessen. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. So, let's go. Was? Lass dir einfach gefrieren? Gut, meinetwegen. Okay, off we go. Kann ich den mitnehmen? Ja, tschüss, Koffer, wir sehen uns. War nett, dich gekannt zu haben. Ich werde ihn echt vermissen. Er war mein Lieblingskoffer. Ich hätte, wenn ich da jetzt wieder reingehen würde, der Koffer wäre weg. Und wenn er da wäre, ich hoffe, ich könnte was rausnehmen. Aber leider müssen wir jetzt los. Es gibt Gegner. Das ist echt toll. Oh, was ist denn... Ja, die lassen schnelle Gegner. Die kann nur Trilos angreifen. Falle. Ja. No problem. Ja. Not too shabby. You kept up with him pretty well. Might make a good guardian someday. Oh, das ist ein fliegender Gegner. Den kann nur Packer treffen. Er hat nämlich einen Ball. Der Ball kann alle Gegner töten. Dieser Ball ist die stärkste Waffe im Spiel, glaube ich. Unterwassergegner, fliegende Gegner, Bodengegner. Oh, das hat diese komischen blauen, schwarz, was auch immer für Blobs das sind. Die kann nur Magie vernichten. Ich hätte nicht über diesen Blob reden sollen. Ha! Nein, kann ich nicht kreieren. Kann. Das Wasser also Bullshit. Element? Wie ein Pokémon. Let's have our black mage show you what I mean. Lou, you're up. Clueless, aren't you? Oh, wo kommst du her? Erschreck mich nicht, so. Die Elemente, ja, ich kenne die Elemente. Ich habe Pokémon schon mal gespielt. Warum erklärst du mir nochmal, ey? Lightning and water are opposed. This one here is a water. Ah, wir fangen an. So, Blitz, bam. Und jetzt setzt sich Feuer ein. Oder Wasser, um ihn zu heilen. Hübsche Aussicht. Take your time. Ja, aber das letzte Mal, dass du sehen wirst, stirbst du noch oder sowas. Let's get going, man. Ein trauriges Ende, wo You're jeder stirbt. Wait. Huh? Aber, nee, passiert nie. Oder? Art. Ah, nicht das Beste. Ja, doch, es gab ja nur gute Enden, wenn ich jetzt an die anderen Teile zurückdenke. Ja, oh ja, ich bin so traurig, zu dem Ort wegzugehen, von dem ich nichts Lust habe. Was machst du da, beten? It's an ancient custom. People... Chapu didn't pray that day. Komm schon, Tidus, bete auch. Achso. Ich kann ein Arschloch sein, indem ich nicht bete. Ah, du liegst nicht am Boden her, also du willst dir deine Knie nicht dreckig machen. That should do it. Ja, jetzt wo ich hier für 5 Minuten gestanden habe, gehockt.
speichern. Jetzt bin ich aufgefallen, die wollen diese Speichernummern nur dahin machen, damit man sich die Cutscenes nicht angucken muss. Weil früher, weil ich habe das Spiel nur einmal gespielt und am Anfang das erste Mal, also der Anfang einmal, und jetzt fällt mir gerade auf, dass die das nur hingemacht haben, weil die Cutscenes, solange man die nicht überspringen kann. Ist da oben Speicherpunkt? Wie ist da oben Speicherpunkt? Kommt man da oben hin? Ah, da ist Blautyp. Ich sehe dann Unterwäsche, also steh auf. Hey, du bist kein Monster, tu nichts los. Du kommst in unser Team rein, das weiß ich nämlich. Und ich weiß, dass du mich nicht umbringen kannst, selbst wenn du wollen würdest. Oh, er setzt seine Superattacke ein. Und wieso hast du eigentlich so viel Leben? Wieso hab ich nicht so viel Leben? Ich weiß nicht, sollte ich diesen Kampf verlieren? Ich glaube, ich kann noch eine Attacke ab, also... Okay, ja, keine Doppelattacke machen, das ist unfair. Das war unfair, er hat Doppelattacke gemacht. Was kann ich dafür, ey? Also ich soll Kampf richtig kämpfen, ich soll umbringen. Okay, ich kann abstechen. Gut, dass wir diesen Speicherstand haben. Jetzt kommt der mit deiner Starkung, weil ich weiß, dass du nicht bestehst. Ich kann mit dir aufnehmen. Ich kämpfe mit einer Hand. Warte, macht der sowieso immer. Kämpft immer mit seiner Rechten. Ich nehme dich auseinander, ey. Ich habe ein Mittel, du glaube ich nicht, ey. Duell. Wieso sage ich nach jedem PC, ey? Okay, so ab jetzt sollte ich mich am besten heilen. Eine Weisheit, die ich mir aus dem, ich hab mich schon mal gegen den gekämpft, nein. Jetzt müssen wir rein. Obwohl, nein. Stimmt, es gibt rechts diese Tafel. Jetzt greift der an. Nein, tut er nicht. That's enough. Ah ja, jetzt bricht er den Kampf ab. Nicht das eine Mal, wo ich gestorben bin, ne? Also... What's with that guy? Du kennst ihn doch eh, der war ein Tempel. Kimari Ronso, of the Ronso tribe. He's learned the fiend's way of fighting. That's not what I... He's another Yuna's... Huh? Ja, er gehört zur Leibgarde. Sometimes we don't understand him either. Kimari doesn't talk much anyway. Es gibt eine persönliche Quest von ihm. Das weiß ich. But he has... Er war ein sehr interessanter Junge. Hatte eine große Geschichte. Lag wahrscheinlich daran, weil, keine Ahnung, er nie redet. Weil wenn ich eine Sache weiß, die Typen, die niemals reden, haben immer die besten Geschichten. Das ist das, was ich für Geschichten habe. Oh mein Gott. A flyer! That's your department, right? Nein. True, but, why don't we let our summoner show us what she's made of? Oh ja, gute Idee. Mein Gott, wahrscheinlich die restliche Zeit im Spiel werde ich wahrscheinlich nur noch die benutzen. Vor allem zum Beispiel über Hamoku zu ziehen. Show us what you're training. Okay. Ja, ich weiß. Ich muss es nur selbst machen. Ich könnte diese tolle Lichtshow noch mal sehen. Ich habe den Kampf noch nicht gesehen, ne? Okay, das habe ich schon gesehen. Ich habe das Streichen schon gesehen. Komm, ich Fallspring. Mach was Cooles. Halbwegs cool. Sieht auf der PS2 cool aus. Wieso kannst du auch sowas? Egal, greif ihn einfach an. Mach ihn fertig. Hätten Wacker aufmachen können. Setz Blitz ein.
Machen wir hier Mario-Style oder was? Du machst es mir echt schwer, Junge. Das weißt du schon. Stirb einfach. Du weißt, du kannst nichts gewinnen. Es sei denn, du hast Heilmittel dabei. Dann bin ich dir ganz klar unterlegen, aber du hast keine. Also, ja, ich kann jetzt einfach erledigen, glaube ich. Aha. Und Yuna ist die Einzige, was er dafür kriegt, weil die hat das Spiel. Ich hab den Vogel am Ende nicht benutzt, ich mag ihn nicht. Er sieht mir zu hässlich aus. Noch einer? Another one of those. No problem. Leave this one to me, huh? Say good night, Birdie. Seine Blinkattacke. Dadurch ist er echt blind. Wieso hast du das nicht vorher gemacht, Wacker? Ich will ganz ehrlich sein, wenn wir einen Garuda fertig machen wollen, brauchen wir, können wir nur was damit anfangen. Soll ich? Ich glaube, ich soll was machen, ich bin mir nicht sicher. Ja, klar. Ah, muss man wirklich in der Tür sein? Ich kann nicht überspringen, danke. Ja gut, aber er sagt, aber er ist nur einmal... Oh mein Gott. Wacker versteht nicht, wie das Spiel funktioniert. Aber jetzt haben wir super Tacke, die ich euch zeigen kann. Ich hoffe, ich brauche die nicht. Ich stelle mir vor, ich brauche die gleich neben mir zu kommen. Aber los, setz deine super Tacke ein. Setz super Laser ein. Was für ein 100D. Das kannst du nicht treffen, du bist blind. Ja, also ich glaube, was ich jetzt kann ich sagen. Ja. Weg mit dir, ey. Superattacke bringt mich nicht schlecht. Weg mit dir, los. Wacker kann das alleine. Komm schon, Wacker, du kannst ihn packen. Wow, der Ball hat ihn wirklich umgebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dich wirklich mal diesen Ball so mächtig halten würde, dass er so viel ausschalten kann, aber was passiert? Wacker überrascht einen immer wieder. Alle drei, ha? Huh? Die wollen wirklich, dass man ihr Wissen testet. Ja, Tidus, wir brauchen dich. Du musst dich um Dingo. Du musst dich um Dingo kümmern. Du um den Kondor-Guy und du um Wasserpudding. Übrigens, jeder hieß Pudding, nur mit einem Namen. Ich glaube, es gibt auch Lava-Pudding oder Feuer-Pudding. Blitz-Pudding. Für jedes Element gibt es mindestens einen Pudding. Leider ist das im echten Leben nicht so. Da gibt es nur noch Schokopudding, Vanillepudding, Waldmeister-Pudding, Himbeer-Pudding. Wenn ich darüber nachdenke, es gibt doch mehr Puddingsorten, als es wirklich geben sollte. Tja, dann, ich gehe jetzt noch gleich bis nach da unten und ich glaube, dann sind wir da. Glaube ich. Ich weiß nicht. Und dann können wir nach Lucha fahren. Hoffe ich. Tidus, bitte, tu mir einen Gefallen. Ja, wo geht's hin? Ich weiß nicht. Okay, ich glaube, es geht den Typen nach. Willst du mit mir reden? Nein. Will jemand mit mir reden? Nein. Kann ich einfach auf X drücken und nichts wird passieren? Nein. Ja, nein. Vielleicht. Ah, das Schiff zu Lucha. Ein tränenwürdiger Abschied von Leuten, die ich nicht kenne. Ah, sie hat das Blitzballzeichen gemacht. Ist Blitzball in dieser Welt wirklich so wichtig? Der Junge ist der einzige in den Strand und dem alten, abgesehen von dem alten Mann, der keinen Sixpack hat. Ich glaube, es ist niemand, ich bin mir nicht sicher. Mein Gott, wir müssen noch beten. Ich hätte sogar die Schiff hat mehr Sixpack als dieses Kind. Geht gar nicht. Das muss auch Blitzballspieler sein.
Ihr seid. Porta Kilika. Müssen wir wirklich bei Porta Kilika? Ach ja, stimmt, wir sind ja jetzt Leibgarde von dem Medium. Stimmt ja. Was machst du da? Was machst du da? Hey? Tidus, was machst du da? Was? Mein Gott, das war es ihm wirklich wert. Schub sie runter, los! Los, schub sie runter! Ja, ja, sehr, sehr lustig. Das ist sehr lustig. Braucht man dafür wirklich Fernglas? Bitte sagt mir, ein riesiges Seemonster kommt raus und frisst ihn. Bitte sagt mir, er ist runtergefallen. Wieso ist er nicht runtergefallen? Ja. Kommt mir vor wie ein 12-jähriger Junge. Hey, Waka. Was zu sagen? Natürlich hat er was zu sagen. Come to think of it, I haven't told you where we're going. Ja. First to Kilika Island. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Vor der Dorf, Yunus... Wir zum Tempel gehen. Und da kriegen wir Ifrit, habe ich recht. Ja. Ja, ich interessiere mich nicht für die verdammten Pläne. Fuck. Ja, finde ich auch. Blitzball. Der ist später noch wichtig. Word is, that summoner's got noble blood. Ach ja, stimmt, ja, aber ja, Tochter Brassgast. Lord nicht. Gut zu wissen. Du hast noch was zu sagen? I don't know who. Ein guter Punkt. Ich würde auch mit jemandem reden, den ich nicht kenne. Obwohl, wahrscheinlich doch. Du willst immer nicht reden? Gut. Wahrscheinlich, weil... Keine Ahnung, wieso nicht. Und jetzt? Ich habe noch nie so weit gedacht. Finde ich auch. Na, du bist der Reisenhändler. Ich werde mich einfach ein bisschen umgucken. Da müsst ihr nicht... Ihr müsst euch nicht mit auf diese... komische Reise begeben.